Herr Präsident, meine Damen und Herren, und ja, Herr Kollege Zimmer, zu der Thematik ist wirklich langsam genug gesagt. Es wiederholt sich vieles und ich glaube, wir sind da alle auf der gleichen Wellenlänge, wenn es darum geht, den Kindesmissbrauch so gut es nur irgendwie geht zu bekämpfen. Und jede Verbesserung, die da in der Gesetzeslage angestrebt wird, verdient Unterstützung. Wir unterstützen deshalb auch den Antrag der Koalition. Den Antrag der Linken können wir nur insoweit unterstützen, als er die Stärkung der Justiz im Allgemeinen und auch in dieser Thematik enthält. Was darüber hinausgeht, es ist der UKS-Missbrauchsverdachtsskandal angesprochen, dem wird ja auch nachgegangen. Was eine neue Stelle betrifft, demgegenüber sind wir skeptisch. Und noch eine andere Sache möchte ich hier zum Ausdruck oder in Erinnerung einmal rufen. Gerade weil man bei diesem Thema sehr einmütig ist und so etwas, was da an Unaussprechlichem manchmal passiert, gerade weil das so ist, gibt es auch eine gewisse Gefahr, übers Ziel auch mal hinauszuschießen. Es kann auch mal vorkommen, dass gewisse Dinge, die in Familien oder wo auch immer passieren, überinterpretiert oder missinterpretiert werden. Es gab vor etwa zehn Jahren muss es her sein, einen Fall, wo selbsternannte Kinderschützer in dieser Weise übers Ziel hinausgeschossen sind. Am Ende war eine komplette Familie zerstört, obwohl überhaupt nichts passiert war. Also diese Gefahr muss, meine ich, in dieser Thematik auch beachtet werden. Insgesamt, wie gesagt, es ist alles gesagt. Wir werden den Antrag der Koalition unterstützen. Zum Antrag der Linken werden wir uns enthalten. Ich danke Ihnen.